Verzeihung, was machen Sie hier? Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Hey, was soll das? Sie stehen seit 30 Minuten hier und starren in die Kamera. Weil ich gesehen werden will. Was soll dieser Unsinn? Dann gehen Sie nach Hause und schauen in den Spiegel. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit. Was genau ist denn passiert? Ja, unserem Wachdienst ist ein Typ aufgefallen, der im Foyer ziemlich lange stand und in die Überwachungskamera geschaut hat. Und als der Wachmann ihn angesprochen hat, da hat er ganz komisch reagiert. Was heißt denn komisch? Er hat von Gerechtigkeit gesprochen und gesagt, dass heute noch was passiert und dass er möchte, dass jeder weiß, dass er dahinter steckt. Also wenn Sie mich fragen, Psycho. Gut. Dass jemand aus der Psychiatrie abgehauen ist, können wir ausschließen. Das hätten wir mitbekommen. Nein. Ich kenne den Mann. Sein Name ist Frank Clemens. Er hat früher für mich eine Zeit lang gearbeitet. Für Sie gearbeitet? Ja, vor 2 Jahren musste ich leider Personal abbauen. Und mir tat das echt leid für Frank. Er war ein zuverlässiger Mitarbeiter, immer freundlich, Vater von 2 Kindern. Wo ist er denn jetzt? Hier, im Besprechungsraum. Okay, gut, dann bleiben Sie bitte hier. Tag, Kriminalpolizei. Mein Name ist Nasewand, mein Kollege Ritter. Frank Clemens? Können Sie uns allein lassen? Schön, dass Sie pünktlich sind. Pünktlich wofür? Für Gerechtigkeit. Sagen Sie uns einfach, was Sie wollen. In genau 8 Stunden und 17 Minuten wird eine Bombe hochgehen. Eine Bombe? Und wo? Ist die Bombe hier im Gebäude? Wo ist sie, Mann? Es geht um Gerechtigkeit, ja? Was verstehen Sie denn unter Gerechtigkeit? Wissen Sie was? Ich glaube, Sie ziehen hier nur eine Riesenshow ab. Komm, Robert, wir gehen wieder. Ich blöff nicht. Das werden Sie noch sehen. Ja? Wo ist denn die Bombe? Okay. Dann werden wir jetzt das gesamte Gebäude evakuieren. Und Ihr komplettes Leben auf links drehen. Das ist Ihnen klar, oder? Ja. Aufstehen, es geht ins Präsidium. Kann ja überall sein. Und der Clemens kennt sich aus hier. Und der hat das Teil sicher gut versteckt. Ich meine, Sie kennen sich auch aus. Wo würden Sie die Bombe verstecken? Oh Gott, ihr habt doch keine Ahnung, wie so ein Irrer tickt. Michael, wir haben was. Warten Sie bitte hier, ja? Servus. Sieht nach einer Attrappe aus, aber weiß natürlich nicht, was drin ist. Vom Gewicht her würde ich aber eher davon ausgehen, dass es eine Attrappe ist. Aber ich würde sie mal aufmachen. Geht's hier bitte so lange in Deckung? Ja, sowieso. Ja, wie vermutet, eine Attrappe. Könnt reinkommen. Aber ich sag dir, der Typ spielt nur mit uns. Ja, hoffentlich. Und wenn nicht? Wo bleibt der Typ? Wird sofort gebracht. Habt ihr in seinem Haus was gefunden? Kein Sprengsatz. Auch keine Bauteile oder Equipment, das darauf hinweisen könnte. Aber er war in den letzten Wochen öfter auf verschiedenen Websites, die genau den Bau eines Sprengsatzes erklären.
Unsere Spezialisten haben sich das Foto mal angesehen. Sie können es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber sie gehen davon aus, dass das Ding echt ist. Seine Kinder? Sie wohnen bei seiner Ex-Frau. Sie ist vor kurzem scheiden lassen. Habt ihr mit der mal gesprochen? Wir haben sie bisher nicht erreicht. Okay. Herr Clemens, bitteschön. Wollen Sie jetzt mit uns sprechen? Ich werde Ihnen nichts sagen. Ich will mit einem Reporter reden. Wir werden mit Sicherheit nicht mit Ihnen verhandeln. Herr Clemens, Sie werden ins Gefängnis gehen, das ist Ihnen klar, oder? Was wird dann aus Ihren Kindern? Meine Kinder sind in Sicherheit. Ihre Ex-Frau nicht. Geht es Ihnen deshalb um Gerechtigkeit? Weil sie mit Ihren Kindern abgehauen ist? Ist der Sprengsatz bei ihr zu Hause? Soll er in 5 Stunden 37 Minuten hochgehen? Soll er sie töten? Scheiße, die geht nicht ran. Glaubst du, dass er wirklich seine Ex-Frau umbringen will? Wir haben 2 Kinder zusammen. Keine Ahnung. Wir sollten sie nicht darauf ankommen lassen. Was will denn dieser Clemens? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wofür? Und warum will der mit einem Reporter sprechen? Der tickt doch nicht ganz richtig. Mann, wir hatten doch schon genug Verrückte, die einfach nur Aufmerksamkeit erregen wollten. So, da vorne müsste es sein. Ah, hier. Das ist sie bestimmt. Ja, Mann, die Bombe könnte doch im Auto sein. Frau Clemens, raus aus dem Wagen, los. Frau Clemens, raus aus dem Wagen, los. Kriminalpolizei, steigen Sie aus. Bitte, kommen Sie jetzt mal raus. Ich wollte gerade zu Ihnen kommen. Ich habe Ihre Nachricht auf der Mailbox gehört. Aber was ist denn los? Kommen Sie hier rüber. Wo sind Ihre Kinder? Zu Besuch bei meinen Eltern. Was ist denn passiert? Ihr Mann wurde heute festgenommen. Er sagt, er hat eine Bombe platziert, sagt aber nicht wo. Und deswegen müssen wir uns bei Ihnen umschauen. Frank soll eine Bombe? Glauben Sie das wirklich? Wir müssen die Sache natürlich ernst nehmen. Er sagt, die Bombe geht in 4,5 Stunden hoch. Wie ist das Verhältnis zu Ihrem Ex-Mann? Na ja, nicht gerade gut. Aber deswegen will er mich doch nicht gleich umbringen. So, auf den ersten Blick habe ich nichts gefunden. Dann warten wir auf unsere Sprengstoffspezialisten. Die müssten jeden Augenblick eintreffen. Wir schauen uns den Wagen noch mal genauer an und das Haus. Und bis dahin gehen wir darüber. Gut, bitte. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Frank hier eine Bombe ins Haus gebracht hat. Ich meine, wenn die Kinder daheim wären. Frank liebt doch seine Kinder. Jedenfalls weiß er anscheinend, dass die beiden bei ihren Eltern sind. Er hat jedenfalls gesagt, dass die beiden in Sicherheit sind. Sarah und Christian sind sein Ein und Alles. Ja, deswegen spricht er auch seit der Scheidung nicht mehr mit mir. Mir wurde das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Er würde den beiden doch nie etwas tun. Oder? Ich rufe am besten mal an. Muss man nichts. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, der blöfft nur. Der verarscht uns. Das geht mir echt tierisch auf den Sack. Ja, wenn er nicht blöfft, das Ding soll in 3,5 Stunden hochgehen. Meinen Kindern geht es gut. Sie sind mit meinen Eltern zu Besuch bei einer Tante. Warum haben Sie eigentlich kein gemeinsames Sorgerecht? Wissen Sie, als Frank vor 2 Jahren seinen Job verloren hat, da hat er angefangen zu trinken. Der vom Gericht bestellte Psychiater, der hat Frank für labil erklärt. Deswegen wurde mir das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Nach dem Urteil, da ist Frank völlig ausgerastet und hat den Richter so wüst beschimpft, dass er aus dem Gerichtssaal geflogen ist. Dann könnte der Richter auch ein potenzielles Opfer sein. Den müssen wir informieren. Das ist doch alles ein Albtraum. Wie kann Frank nur so etwas tun? Ich habe wirklich gedacht, dass er den Alkohol besiegt. Schon allein seiner Kinder zuliebe. Das könnte die Lösung sein. Sie können doch nur mal mit Ihrem Mann sprechen. Und dann sagen Sie ihm einfach, dass Sie noch mal mit dem Richter reden, wegen des Sorgerechtes. Vielleicht sagt er dann, wo die Bombe ist. Oder auch, dass das Ganze nur ein Bluff war. Aber der will mich sicher nicht sehen. Sie müssen mit ihm ja nur telefonieren. Versuch ist es wert.